Cowboys oder was? Kenn ich ja noch gar nicht. Haha. Ha. Ja? Wenn das mal nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Ich vermisse meinen Vater. Und es macht mich fertig, dass ich nicht dabei gewesen bin, als er gestorben ist. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da haben wir nur banales Zeug geredet. Und jetzt würde ich alles dafür geben, um ihm noch einmal sagen zu können, wie sehr ich ihn liebe. Bescheuert, oder? Überhaupt nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Man empfindet was für jemanden und man traut sich einfach nicht, das auszusprechen, oder? Man denkt, man kann es auch noch ein anderes Mal sagen. Ja. Ich würde es ja auch gerne wissen, wenn ich jemandem etwas bedeute. Wirklich? Christian, Mann. Ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Mein Traummann. Mein Seelenverwandter. Meine zweite Hälfte. Und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Für immer, egal was passiert. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben ja, mit mir. Oliver Sabel. Du hast mir gezeigt, was es heißt, sich zu lieben und füreinander da zu sein. Wenn man sich streitet, aber auch verwöhnt. Entschuldigung. Wenn man sich versöhnt. Du hast mir gezeigt, wie man über sich hinauswächst. Und wie man sich was im Leben traut. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und deshalb... Ja, ich will auch. Den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes tut. Damit will ich euch segnen. Ihr dürft euch jetzt küssen. Und sie dürfen ruhig klatschen. Es ist eine Kirche, kein Kerker. Dann geht da gar nichts mehr. Nein. Hey! Oh.
morgen heirate ich den Mann meines Lebens.